still missing a little bit, not another dope show. 1996 oder 97 muss das gewesen sein, als eine Gesetzesänderung die Gefängnisse dazu gezwungen hat, den Gefangenen, die Minimum 2 Jahre auf dem Buckel haben, einen Fernseher zu genehmigen. Dass die auf der Zelle einen Fernseher haben dürfen. Selbstverständlich muss man die selber bezahlen und kaufen. Die wurden auch verblombt, damit man da ja nichts drin verstecken kann. Aber die Sender, die man da mit bekommen hat können, mit diesen Hausantennen, die waren lächerlich. Das war ARD, ZDF, Bayern 3 und ein bisschen was von ORF, je nachdem, wo man halt da gelegen ist in Bernau. Die anderen, die keinen Fernseher haben, die haben einmal in der Woche Aufschluss zum Fernsehschauen. Die kriegen eine große Gemeinschaftszelle rein, da stehen dann Stühle drin, 100 Stühle, vor einer Leinwand. Und da wird dann ein ausgewählter Film gezeigt. Aber nicht ohne Möpse rauszuschneiden oder Hintern oder irgendwelche nackten Stellen. Das wird alles noch mehr extra zensiert. Das ist eine super entschärfte Fassung, FSK 0. Jetzt war es so, dass da eine Gemeinschaftszelle gleich unterhalb der Fernsehzelle war. Eine Viererzelle war das. Da lag der Mick drin, der mir dieses Tattoo da gemacht hat. Und der lag an der Wand, wo das Kabel runtergelaufen ist vom Fernseher. Die haben da ja alle Sender empfangen, wir durften es ja bloß nicht sehen. Jetzt haben die da an der Wand ein Loch reingemacht, zufällig genau da, wo das Kabel rauskommt, und mit dem Kabel ein Fernseher verbunden und konnten prima alle Sender Fernsehen schauen. Das war der Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, dass die ab 22 Uhr halt einfach das Licht ausschalten und den Strom ausschalten. In Bernau haben sie einzelne Toiletten, das sind einzelne Kabinen, und da kannst du aber nochmal Licht einschalten. Aber die Lampe da oben, die hat halt braucht kaum Strom, und die Sicherung dafür, die haut es raus, wenn man dann Fernseher anschließt. Jetzt sind wir aber hergegangen und haben einen Beamten gefragt, ob er uns einen Sicherungskasten aufsperrt. Es gab da einen, der hat einfach mal auf und zugedrückt. Der hat es uns aufgesperrt und ist weggegangen. Dann haben wir die Sicherung raus und einen Nagel rein. Jetzt ist der unlimited. Das heißt so ohne Ende Strom. Also wir hatten rund um die Uhr den Strom und wir hatten, egal wie viel Power wir ziehen, kein Problem mehr. Jetzt haben wir erstmal noch im Klo oben die Fassung abgeschraubt, 2 Löcher rein, und mit Metallringe von einem Kugelschreiber haben wir uns 2 Fassungen gemacht, die wieder verbunden mit dem Strom, so dass wir eine richtige Steckdose da oben drin hatten. Da konnten wir halt dann ein Verlängerungskabel reinstecken. Dann haben wir noch eine dicke Decke ans Fenster gehängt, damit keiner von draußen sieht, von den Wachleuten, die nachts da aus dem Patrouille laufen, dass wir dann noch Fernsehen schauen, wo eigentlich gar kein Fernseher mehr schaubar ist. Ja, dann haben wir halt die ganze Nacht Fernsehen geschaut. Weiß ich nicht, die anderen haben einen Schnaps gebrannt, einen Tauchsieder, die brauchten ja auch einen Strom. Und solche Experienzchen. Ja, war schon ganz witzig. Wenn man bedenkt, dass man da eingesperrt ist und weiß ich nicht, von der Freiheit beraubt ist und man um 22 Uhr einfach das Licht ausgemacht kriegt, oder wenn ein Fernseher im Film läuft, die guten Filme laufen ja eh erst später, und die schalten da einfach einen Strom aus, das ist dann schon scheiße, muss ich schon sagen. Aber wenn man sich das mit dem Strom dann macht, dann kann man da ja auch nochmal eine Nachttischlampe anschließen, hat man Licht, dann hast du den Fernseher zum Schauen her. Dann tauchst du wieder, wenn du dir nochmal einen Kaffee machen willst oder einen Tee. Es geht ja nicht nur um einen Kaffee immer, sondern macht man auch mal einen Tee trinken, einen warmen, oder Eier kochen, ja, oder sowas. Macht man alles damit, einen Tauchsieder, aber du hast keine offenen Geschichten, logisch. Könnte ja einer ausbrechen oder irgendwie was machen. Irgendwie wird man sehr erfinderisch, wenn man halt da den ganzen Tag nichts zu tun hat, nichts zum Hören, nichts zum Lesen, nichts zum Sehen. Da fängst du natürlich an, Blödsinn zu machen und dir was einfallen zu lassen, Basteleien und so weiter. Man hat ja Zeit. Und da kommen dann solche Sachen bei raus. Das ist aber schuld. Peace out.